Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Und was geht ab? Herzlich willkommen zu einem erneuten energiegeladenen Vlog-Video. Heute mit von der Partie Sophia Franklin. Sophia Frank, das ist einfach so ein surrealer Name, Alter. Aber hört sich geil an. Wir sind heute auf dem Weg zum Skifahren. Wir haben richtig Bock. Ich war gestern, ihr findet auf dem Hauptkanal von Franklin ein YouTube-Video, wo ich ein Skigebiet versucht habe leer zu essen. Und heute haben wir direkt den Tag danach. Ich spüre es noch in den Beinen. Ich war gestern von 8 Uhr bis 16 Uhr toujours Skifahren. Und heute ist eine Premiere, denn Sophia kommt mit Skifahren. Yeah. Magst du dazu mal selber was sagen? Ich glaube, ich war schon seit irgendwie 4-5 Jahren nicht mehr Skifahren oder so. Oder? Ja, safe. Seit 5 Jahren nicht mehr. Ja. Und wir haben einmal ein Video gemacht, wo du mit Skifahren warst damals. Als ich gerade angefangen hatte mit YouTube. Das müsste echt vor 5 Jahren gewesen sein. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, in dem Video damals, hatten wir schon gesagt, boah, du bist seit 7 Jahren oder so nicht mehr gefahren. Also Leute, wir sind ja heute Skifahren und Sophia war seit 7 Jahren nicht mehr Skifahren, richtig? Also eigentlich kann man sagen, du bist wahrscheinlich seit über 10 Jahren nicht mehr Ski gefahren, mit ein einziger Ausnahme. Ja. Deswegen schauen wir mal. Ich habe auch keine Skier, keine Stöcke, keine Schuhe, das muss ich mir heute alles ausleihen. Ja, und Sophia hat vielleicht wieder ein bisschen Bock bekommen, Ski zu fahren und dann, du hättest gern so eine schöne Skiausrüstung, ne? Ja, Mann. Also die ganzen TikToks, die ich jetzt gesehen habe, die haben mich schon ein bisschen so geinfluenced. Sah schon sehr schön aus. Als kleine Motivation für dich, du kannst dir das heute wie so ein Bewerbungsgespräch vorstellen, okay? Ja. Wenn du dich heute gut schlägst und zeigst, dass du außerordentliches Interesse daran hast, Skifahren zu lernen und das auch langfristig weiter zu betreiben, dann darf ich Skier holen. Ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir noch diese Skisaison gemeinsam vielleicht einmal zum Shoppen fahren im Sale und dann für dich so ein bisschen Skikleidung und Skier kaufen. Dann habe ich aber ein High Pressure, dass ich nächstes Jahr oder dieses Jahr, Ende des Jahres noch viel Skifahren gehe. Ich werde dir wahrscheinlich in dem Skivlog hier Skifahren beibringen. Ja. Und nimmst du mich da so zwischen die Beine beim Lift auch? Nicht nur im Lift. Noch dazu werden wir heute einen wunderschönen, traumhaften Tag haben. Wir haben jetzt gerade in der Früh und es kommt schon der blaue Himmel durch. Es ist richtig schön. Winter Wonderland, Traumwetter. So schön, alles eingezuckert. Ja. Deswegen, Leute, ganz viel Spaß mit dem Vlog hier. Let's go. Ich denke, man kann das erkennen, Leute. Ihr seht's, minus 10 Grad hat es. Also zweistellig Minusgrade, das ist schon immer ziemlich kalt. Ich glaube aber, dass es noch ein bisschen wärmer wird heute. Vielleicht schaffen wir es noch auf warme minus 4 Grad. Und dann schauen wir mal, wie du dich dabei schlägst. So, aber jetzt fahren wir auf ins Skigebiet. Wir sind angekommen, Leute. Jetzt geht's ab auf die Piste. Jetzt haben wir 8:15. Wir haben für Sophia Skier ausgeliehen. Ja. Inklusive Skischuhen und Stöcken. Was hat's gekostet? 30 Euro. Ja, kann man nichts sagen. Muss ich sagen, fairer Preis. Und was noch fairer ist, also wir sind heute am Spitzingsee. Das ist in der Nähe von München. Die Münchner kennen das alles. Das ist eins meiner Lieblingsskigebiete. Wir sind hier ratzfatz da. Und mittwochs kostet der Ganztagespass nur 38 Euro. Also kleiner Tipp an euch hier aus der Gegend. Mittwochs 38 Euro haben wir jetzt heute auch gezahlt. Ist sogar günstiger als ein Halbtagespass. Und da kannst du wirklich gar nichts sagen. Die Bedingungen sind perfekt. Es schaut einfach nur schön aus. Die Piste ist frisch präpariert, wie man sehen kann. Jetzt schnalle ich mir mal die GoPro auf den Kopf. Und dann fahre ich die mal hinterher. Dann schalten wir gleich mal die Kamera an. Und dann machen wir die erste Abfahrt. Und dann schauen wir mal, wie du dich schlägst. Ich bin gespannt. Ja, ich bin noch nicht mal fertig und die fährt da vorne schon voraus, ey. Man muss schon auf den Skilehrer auch warten. Nicht nur ihr, sondern auch ich habe ehrlich gesagt nicht mit so einem Tempo bei Sophia gerechnet. Wenn man bedenkt, dass diese Frau seit Jahren nicht mehr auf den Skiern gestanden ist, finde ich, dass sie sich da ziemlich gut schlägt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nur nicht ganz, ob sie ein bisschen übermütig ist oder ob sie das Ganze wirklich unter Kontrolle hat. Ja, super. Schaust du zu meinen Tagkünsten? Das schaut ja super aus. Also, ja? Aber dass du so lange nicht mehr gefahren bist, bist du ja richtig mutig, wie du hier gleich runterpacest, wie so eine Rennsemmel, Alter. Ja. Wie fühlt es sich für dich an? Cool, macht richtig Spaß. Und irgendwie wie am Tag 1. Ich habe das Gefühl, ich habe das gar nicht verlernt, das Skifahren. Ja, so richtig verlernt tut man es irgendwie nicht. Also die Bewegung bleibt drin. Mit wie vielen Jahren hast du das erste Mal Skifahren gelernt? 2 oder 3. Es ist halt bei uns auch, wenn man an den Bergen groß wird, ist es eigentlich normal. Ich glaube, ich habe auch mit 3 Jahren wurde ich einen Skikurs gesteckt oder mit 2. Ja. Man kann auch ein bisschen am Stockeinsatz arbeiten, aber das hat noch Zeit. Ja. Aber sonst schaut es schon mal super aus. Geil. Dann machen wir mal den Rest der Abfahrt. Gleich eine ganze Abfahrt hier am Stück. Ganz runter, unten an rechts halten. Und da kommt sie vorbeigefahren. Die Rennsemmel, schaut sie euch an. Super. 1A. Also, jetzt mal ernsthaft, dafür, dass sie so lange nicht gefahren ist, ist echt super.
Was uns natürlich sehr entgegenkommt, ist, dass das Skigebiet ziemlich anfängerfreundlich ist und die Pisten relativ breit und flach sind. Es war also perfekt für den Wiedereinstieg ins Skifahren. Und das war ja auch meine Strategie, denn mich würde es natürlich extrem freuen, wenn Sophia und ich in Zukunft ein paar Skitage gemeinsam verbringen können. Ich habe echt das Gefühl, du, also zumindest traust du dich mehr. Ich trau mich mehr. Du fährst viel schneller als letztes Mal. Es liegt, glaube ich, auch an meiner Psyche. Ja? Dass ich nicht mehr diese Angst habe, wie früher. Ja, aber diese was HPU. Sophia, wenn ihr zu mir fahren wollt, könnt ihr auch auf Sophias Profil vorbeischauen. Die hatte da ein bisschen Probleme, aber ja. Respekt auf jeden Fall. Ja, was heißt Psyche? Ist ja ein Mikronährstoffmangel im Endeffekt. Ja. Ja, und jetzt habe ich das nicht mehr, jetzt traue ich mich auch mehr. Also, am meisten erstaunt bin ich über Sophias Tempo, wie schnell die jetzt runtergefahren ist. Und dafür, dass es deine erste Abfahrt war. Da gibt es ja fast gar nichts herbeizubringen hier heute. Schauen wir mal. Nachher fahren wir noch in den Funpark, dann bringe ich einen Backflip bei. Nee. Übrigens fragt ihr mich auch immer wieder, womit ich diese Aufnahmen mache, womit ich jetzt gerade filme. Das ist eine 360-Grad-Kamera. Das ist ganz geil, die ist auf so einem Selfie-Stick drauf. Kann man die in der Hand halten und dann schaut es aus, als würde jemand Drittes sich filmen. Oder man sieht den Stick halt nicht. Das finde ich sogar fast noch mal manchmal geiler als eine GoPro. Das ist auf jeden Fall vielfältiger. Wie es ausschaut, seht ihr jetzt. Wir sind jetzt nochmal 3-4 Abfahrten gefahren. Sophia schlägt sich echt super bisher. Danke. Du bist sogar schon eine schwarze Piste gefahren. Echt? Ja. Hast gar nicht gemerkt? Nee. Und jetzt, was hast du hier rausgelassen? Eine heiße Schokolade mit Sahne. Als kleine Belohnung. Ja, genau. Boah, die schaut echt lecker aus. Schaut irgendwie köstlich aus. Bei mir gibt es einfach nur einen Kaffee. Ich mache gerade so ein Selbstexperiment und da kann ich jetzt nichts Unsauberes essen. Heute muss mich einigermaßen gesund ernähren. Deswegen gibt es nachher dann gleich noch. Wir kehren nachher noch richtig ein. Aber wir sind hier hauptsächlich mit Rentnern. Sophia wieder charmant wie eh und je. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt. Mal kurz in die Menge filmen hier rüber. Du kannst doch nicht mal so laut sagen, wir sind hier nur unter Rentnern, wenn hier alle Leute mithören, du Dulli. Was sagst du dazu? Das sag ich, da bin ich mal wieder ins Fettnäpfchen getreten. Das Geile ist, genau in dem Lift, in dem wir jetzt gerade stehen, Leute, haben wir das letzte Mal, als wir Skifahren waren, auch gefilmt. Ja? Du erinnerst dich wahrscheinlich gar nicht mehr, aber ich weiß noch, ich habe hier die Kamera rausgeholt ja. Und auch eine Aufnahme ich gemacht. Weiß es noch. Die blenden wir euch mal jetzt ein. Jo Leute, das ist doch mal schön, oder? Die Freundin dabei, Skifahren, schönes Wetter und im Schlepper stehen. Da hatte ich genau das gleiche Outfit an, glaube ich. Das kann sein, du schon, ich nicht, ja? Mhm. Bei uns ist das Ding als Paar, also wir machen nicht so häufig so Ausflüge gemeinsam, so wirklich, wo wir mal so wie jetzt so zu zweit ohne die Hunde oder sonst irgendwas machen, sondern meistens sind immer irgendwie nicht so, ne? Also viel zu selten. Ja, und deswegen habe ich gestern gesagt zu Sophia, komm, wir gehen jetzt heute mal Skifahren. Ja. Und es ist richtig schön. Ja. Ich kenne es ja auch von mir, wenn ich Skifahren gehe, dann meistens alleine. Kann sich vielleicht ändern, gell? Ja, so, jetzt fahren wir wieder rückwärts. Man muss halt in ein schönes Skigebiet gehen. Schlepplift ist auch immer der Albtraum eines jeden Fahranfängers, dass man rausfällt. Diese Schande immer, wenn man dann so da liegt und dann hat man so Angst gehabt im Skiurlaub oder im Skikurs. Wir haben immer beim Skifahren sind wir immer so Kurven gefahren im Schlepplift. Immer so Slalom und dann hat es uns auch immer rausgehauen. Echt, oder? Ja. So ich weiß gar nicht, was du meinst. Hör auf! Wenn wir jetzt rausfallen, haben wir es auf Kamera. Ja. So, aber ich glaube, wir schaffen es. Es schaut gut aus. Und jetzt fahren wir zum Funpark und drüber auf die andere Seite. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Skibill-Roll in 3, 2, 1, go! Die Bedingungen waren, wie ihr sehen konntet, wirklich perfekt und wir haben den Tag in vollen Zügen genossen. Es war aber nicht nur bei Sophia so, dass sie in der Vergangenheit sehr wenig gefahren ist, auch ich. Bin leider die letzten 7 bis 8 Jahre im Durchschnitt 1 bis 2 Mal pro Winter dazugekommen, die Piste zu besuchen. Und dadurch merke ich, dass ich einiges an Sicherheit auf den Skiern, besonders bei so Sachen wie im Park, wenn man Schanzen springen möchte oder irgendwelche Boxen sliden oder Rails grinden möchte, einerseits die Eier, zweitens die Gelassenheit und drittens auch die Sicherheit einfach fehlt, um sowas zu machen. Ich hoffe jedes Mal, dass ich in Zukunft wieder mehr dazu komme und vielleicht die vergangenen Skills eines Tages wiederkommen.
Unterhaltungen ohne das Handy in der Hand zu haben, sind ja heutzutage eine echte Seltenheit. Das ist in meinen Augen neben dem Skifahren ein weiterer Vorteil dieser Sportart. Da man ganz entspannt im Sessel sitzen, die Natur genießen und sich dabei gepflegt unterhalten kann. Nachdem wir 2 weitere Stunden gefahren sind, wurde es dann auch Zeit für das Mittagessen. So, wir sind jetzt beim Mittagessen, Leute, auf einer Hütte. Dicke Empfehlung hier, die Lukasalm am Spitzingsee. Da muss man ein bisschen da vorne durch den Wald fahren. Ich blende euch mal in der Zwischenzeit eine Aufnahme ein von Sophia, die ich vom Handy gemacht habe. Die GoPro sollte eigentlich filmen, aber die Speicherkarte war voll. Da ist so ein bisschen versteckter Weg. Googelt's mal und dann kommt hierher, weil hier sitzt man wirklich idyllisch, Alter. Wir sitzen jetzt hier schön in der Sonne. Die bayerische Flagge weht hier. Es könnte schöner nicht sein. Dir taugt's auch richtig? Ja, richtig schön. Ich habe jetzt auch richtig cool einfach eine Käsespätzle bestellt. Ui. Ich habe mir auch 2 Gerichte bestellt und noch eine mit einem kleinen Extrawunsch. Seht ihr jetzt. Und zwar, Leute, es gibt hier eine schöne Linsensuppe. Sowas ist High Protein, sage ich mal. Ne? Viel pflanzliches Eiweiß, Ballaststoffe, super gesund. Und übrigens, wir haben uns vertan, der Skipass hat nicht 38 gekostet, sondern 35 Euro pro Person. Da war 3 Euro Pfand dabei. Da kannst du gar nichts sagen. Also 35 Euro ist wirklich heftig. Und dann kommt gleich Kalbsbrötchen. Super, danke. Und das ist die restliche Mahlzeit. 4 Fleischpflanzerl. Ich habe davon 2 extra genommen. Eigentlich wäre es nur mit 2, aber ich wollte ein bisschen mehr Proteine. Und dazu ein Kartoffelsalat. Ich würde sagen, das ist eigentlich eine relativ cleane Mahlzeit. Da kann man nichts sagen. Das wird mich bestimmt lang sättigen. Und hier haben wir ordentlich Eiweiß. Ratzfatz geht's rein. Und dann bin auch ich satt. Boah, Linsensuppe ist sowas, was ich mir persönlich nie bestellen, also eigentlich essen würde, ne? Aber schmeckt super. Und dazu hier Fleischpflanzerl. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie man das bei euch sagt. Bei uns sagt man Fleischpflanzerl. Ich schätze mal, bei manchen sagt man Buletten. Was gibt's noch? Keine Ahnung, ich kenne nur Fleischpflanzerl. Ich bin ein Bayer, Schatz. So. Oh, sind die gut. Lecker? Ja, Mann. Also, die sind genauso. Boah. Hier, wie meine Mutter die macht. So richtig geil selbst gemacht. Boah. 10 von 10 Grad. Köstlich. Und Sophia? Very good. Du hast dir Käsespätzle bestellt. Boah, die schauen richtig gut aus. Sehr lecker, sehr cheesy. Ja. Es ist halt auch, es gibt so krasse Unterschiede bei Hüttenessen, finde ich, ne? Schau mal, hier sind sogar noch, sieht man ein bisschen die roten Zwiebeln drin. Es schaut so richtig. Boah. Digga, also von der Optik her, sag ich mal, sind die fast eine 10 von 10, ne? Schmecken auch richtig wild. Ja? Mit die besten, die du je gegessen hast? Grad können schon mithalten, das ist gut, ja? Sehr gut. Und dazu, boah, schau mal, der Salat ist aber auch schön. Ja. Und dazu noch einen wunderschönen, frischen Salat, auch sehr nice. So, wir haben aufgegessen und jetzt geht's weiter. Achso, Sophia, hier lang. Links. Da kann man schon links fahren, oder? Weil da so die Spur hochgeht. Also eigentlich geht der Weg hier links lang. Ja, ja, ich bin mir ganz sicher, aber normalerweise ist da nicht so ein Weg nach oben. Ich weiß nicht, wo der hinführt. Nicht, dass hier ein Baum umgefallen ist oder so. Jetzt kommt gleich so Schnitt. Wir stehen vor einem Baum, der umgefallen ist. Ja, gut. Es ist dann wirklich der Schnitt vor dem Baum, der umgefallen ist. Super. Glaubst du, das war der einzige Baum, der umgefallen ist? Hier ist heute noch kein einziger Mensch durchgefahren. Ich fahr mal vor, wenn da jetzt irgendwas im Weg liegt, dann schrei ich. So, hat doch ganz gut geklappt. Zack. Zack. Mal schauen, ob sie dahin fliegt. Super, du Rennsemmel. So, jetzt zeig noch mal, was du kannst. Du hast dich nicht verletzt, du hast dich super geschlagen, Schatz. Ja. Respekt. Du auch. Hast du super gemacht. Das ist aber ein richtig schöner Skitag, Leute. Und wie ihr seht, wir haben jetzt gerade mittags. Also eigentlich die Zeit, wo am meisten los ist, ne? Jetzt so 14 Uhr. Und der Lift ist komplett leer. Also ich kann nur sagen, ne? Ich war ja auch mal angestellt und hatte auch mal Ausbildung und sowas. Und der Durchschnittsangestellte hat 14 Krankheitstage im Jahr. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder ob das jetzt irgendwie an irgendwas gelegen ist. Aber meistens, wenn die Bedingungen so wie heute waren, war ich krank und konnte nicht in die Arbeit. Ja. Und unter der Woche ist halt einfach immer weniger los. Aber das sind jetzt zwei Fakten, die haben miteinander nichts zu tun. Korrelieren nicht, das ist einfach ganz losgelöst davon immer. So, deswegen
wenn man es kann, dann sollte man immer unter der Woche Skifahren gehen. Das ist echt, also es ist einfach tausendmal schlauer. Wochenende ist der Stress pur. Macht gar keinen Bock. So, und jetzt hier in unserem grauen Gefährt geht's zurück im Audi. Macht auch richtig Bock, schön mit Allrad und sowas, ne? Mittlerweile ist das Auto auch freigetaut. Und mich persönlich juckt es immer an so Parkplätzen, wenn es auch zugeschneit ist, ein bisschen rumzudriften, wobei es jetzt hier ein bisschen zu voll ist. Aber jeder, der so ein Auto hat mit Allrad oder mit Heckantrieb, ich glaube, der kennt das. Fast jeder Mann wahrscheinlich, weil viele lieben das. Wir hatten keinen Bock mehr am Abend groß zu kochen, deswegen haben wir beim Asiaten etwas zu essen geholt. Und für mich gab es einen Curry mit frischem Gemüse sowie etwas Tofu. Dazu Sommerrollen, die ja richtig geil schmecken, mit ein bisschen Garnelen drin. Das Mittagessen hatte mich zwar echt krass gesättigt, mein Hunger war nicht so groß. Die zwei Sachen habe ich heute trotzdem noch reinbekommen. Und jetzt haben wir mittlerweile wieder den nächsten Tag. Ich war heute boxen und auch wieder sportlich unterwegs. Jetzt geht es gleich mich noch zum Eisbaden. Ich hoffe, der kleine Vlog hat euch gefallen vom Skifahren gestern. Das war auf jeden Fall ein traumhafter Tag. Und irgendwie habe ich immer Bock, dann da so einen Vlog zu filmen und für euch mitzunehmen, weil es ja doch ein ziemlich teures Hobby ist, muss ich sagen, und auch nicht jeder in den Alpen wohnt. Und ich einfach finde, das sind schöne Eindrücke, die einfach Spaß machen anzuschauen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Schaut ab dem 15.01. bei meinem Pro-Team mit dem Code Franklin vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ganz liebe Grüße gehen raus. Ciao.